Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge Hotel Renovator. Und ich habe, wie versprochen, das Zimmer halt jetzt hier schon mal im Kern, dass wir halt an der Stelle weitermachen können. Und aber gleichzeitig gibt es wieder ein kleines Event, und zwar Flur 1 geht zum Huhn. Oh, wir müssen schon wieder würfeln. Ein Würfelhuhn. Wer gewinnt, das Huhn oder ich? Ich glaube, das Huhn gewinnt wieder, oder? Hallo, Borki, kann man sich hier irgendwie hinhucken, wollte ich gerade sagen. Ja, ist ja. Na, dann gucken wir mal. Und? Ja, ist klar, ne? Huhn gewinnt schon wieder. Echt. Das wurde ja mal schlechter anstatt besser. Oh Mann. Neu. Oh, wie? Huhn hatte noch schlechter? Okay, geil. Geht das noch schlechter? Mach mal hier komische Aktion. Wieder nur zwei. Ha, jetzt aber. Wartet mal. Ja, neu. Ich hab's ins Zimmer reingeworfen. Shit. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Oh no, she bit you this time. Mhm. Try again. Ja. Okay. Huhn war schon wieder vom Huhn aufgehalten hier. Ich. Oh Leute, müssen wir mal kurz gucken. That looks good. That looks good for me too. Okay, great. Warum buchen die eigentlich seine Zimmer nicht mehr? Mal gucken mal kurz auf unser Handy Schirmbuchungen. Schließe alle Aufgaben für dieses Zimmer ab, um es freizuschalten. Das war doch schon frei. Wollen die mich jetzt veräppeln oder was? Weird. Sehr weird, oder? Hä? Leute, da müssen wir unbedingt nochmal ein bisschen patchen hier. Das geht so nicht. Warte mal. Wir müssen mal wenigstens hier noch ein bisschen mehr entfernen. Ey. So, also. Ein Junggesellenabschied. Das wird ja lustig. Erstmal braucht man einen schönen Boden, würde ich sagen. Und da fangen wir mal hier mit an. Und ich hätte hier gerne einen hellen Boden. Gucke ich mir nur noch die Musterung an. Ach so, das ist ja alles geschwert noch. Upsi. Fangen wir mal hier an. Dann nehmen wir doch das. Einen hellen Boden, hat sie gesagt. Einen hellen. Maybe. Ja, so war der hier. Ach, nicht so. Okay. Ach so, wie war das nochmal? Aber wir hatten das doch schon, dass ich hier alles machen kann. Warum ist denn das wieder weg? Da war das nur die Decke. Ich finde es komisch, dass dieses eine Zimmer, was sie schon gemacht haben, dass es plötzlich wieder weg ist. Finde ich komisch. Naja. Dann machen wir heute schon. Ui. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. Niom. So. Ja, wie gesagt, ne? Early Access, da kann das halt alles noch passieren. Okay, hier machen wir einen anderen Boden hin.
Und der Boden halt so schön hell ist, dann würde ich halt an der Wand tatsächlich eine dunklere Farbe wählen wollen. Ich überlege gerade, welche. Aber wir haben hier auch noch ein bisschen Alten. Ich würde halt hier auch mehr noch machen. Ach, das muss man erst wegreißen. Sehe ich jetzt erst. Jo. Gut. Haben wir noch irgendwo was vergessen? Das haben wir. Das sieht auch gut aus. Das auch. Okay. Was machen wir danach? Aber was für Farbe wählen wir da? Das ist jetzt die große Preisfrage, ne? Wandverkleidung gibt es ja auch. Die hatten wir ja schon unten, ne? Nur mal gucken, wie das mit anderen Farben ausschaut. Ich komme gerade auf komische Gedanken. Ich will mal was austesten. Ob mir das dann danach gefällt, das weiß ich noch nicht. Was eigentlich wurscht ist hier. Da machen wir mal weiße Farbe ran. So. Genau. Glaube nicht die Farbe, die ich will. Ich glaube, das haben die nicht. Das kommt ihnen schon sehr nah. War schon wieder bei Blau, ne? Weiß. Dann, wenn es mir nicht gefällt, mache ich es halt wieder weg. Oh, die Spinnenweben sind ja immer noch da. Kann man die auch weglegen? Sich jetzt erst. Ich glaube, das da hinten gefällt mir nicht. Mit dem Streifen. Müssen wir nochmal nach oben? Da, wo blau waren wir. Nee. Ich habe eine ungewöhnliche Beschwerde erhalten. Wenn ich recht verstehe, ist in einem der Zimmer etwas kaputt. Bitte gehen Sie dir das an. Schmutzig weiß. Signalgrau. Schmutzig weiß. Na gut. Dann gehen wir erstmal gucken. In irgendeinem Zimmer ist was kaputt. Das kann ja nur unten sein, oder? Geh in das Zimmer. Ah, Dämon der Zerstörung heißt der Auftrag. Ich glaube, wir können uns schon denken, was da los ist, oder? Ja, wie lange der wieder braucht? Oh, guck mal hier. Sieht ja auch so ein bisschen so danach aus, ne?
Oh. Das ist ein Dämon. Der hat schwarze Augen. Aber wo ist denn jetzt hier unser Zeichen? Jetzt zeigt das wieder oben an. Ich fühle mich gerade ein wenig veröppelt. Ach, geht. Ich lerne es noch, ne? Steht doch, Zimmer 101. Ich habe jetzt echt an den Vampir gedacht. Aber Vampir ist halt ein Vampir. Huch, und kein Dämon. Ja, ey, Uschi, du kannst hier noch nicht rein. Du musst erst irgendwas heile machen. Was that the same hen we met when we arrived at the hotel? Upsi. Das war so nicht geplant. Oh, warum ist denn das hier so buggy? Hier. F. Nice job fixing the room. I'm worried this hen may cause more chaos in the future. Wie der halt nicht das Gleiche nimmt, ne? Oh Mann, jetzt find mal wieder den gleichen, den Teppich, den wir hier hatten. Ich glaube, das ist der. Ja. Okay. Dieses Huhn, ne? Das macht mich schwach. Okay, das ist noch sauber. Gerade aus, als wenn es auf dem Boden lag hier. Okay, das andere Zimmer brauchen wir uns ja nicht angucken, weil irgendwie ist es ja nicht mehr gebucht. Sehr eichelartig. Müssen wir den. Haben wir den Flur schon als Aufgabe bekommen? Sieht so aus gerade, ne? Aber wir sind ja immer noch hier beschäftigt. So, Verkleidungsarbeiten, ganz genau. Nicht Böden, sondern Wände. Genau. Die haben mir jetzt mein Blau. Hat mich nicht drin gelassen. Es war nicht das Blau, sondern das. Fällt mir hier nicht. Also ich mache das wieder weg, ne? Eigentlich wollte ich es weiß machen. Da müssen wir auch noch rein. Also man kann halt anscheinend die Sachen übermalern. Müssen wir die halt nicht abreißen. Ach so, und dann gucke ich vielleicht mal mit einem Besen, ob ich halt diese Spinnenweben entfernen kann. Das interessiert mich jetzt auch noch. Kann ich nicht. Sehr blöd. Muss doch irgendwie die Spinnenweben wegmachen können. Wait. Okay. So, wohl mit Gustav und Elfriede leben, die da vielleicht an der Ecke hängen. Njom, njom, njom. Hm.
So. Dann haben wir noch das. Dann haben wir noch das. Und das. Nee, da in der Ecke ist drin, aber hier in der Ecke nicht. Okay. Gut, gut, gut. So, und jetzt hätte ich halt gern mal irgendwie mein Weiß. Das finden wir aber, glaube ich, hier drunter nicht. Ja, auch nicht. Millenblau, Silbergrau, Flyerhimmel. Ich weiß, dass wir Weiß haben. Haben aber nur schmutzig Weiß, ne? Nehmen wir halt schmutzig Weiß. Macht auch nichts. Konnte man das nicht? Wartet mal, das war eine andere Taste, ne? Hä? Ach, so ging das. Okay. Jetzt habe ich es gefunden. Gut. Das sieht doch gleich ganz anders aus mit einer weißen Decke. Sehr schön. So, können wir eigentlich weitermachen? Und zwar hätte ich jetzt ganz gerne noch Vorhänge. Hat er jetzt schon alles gestrichen? Da fehlt noch ein Stück. Das machen wir gleich noch. Oh, das sind doch gar die richtigen hier gleich. Oder? Mann. Warte mal. Na, halt hier so in der Mitte. Das hier setzen. Irgendwie komisch aus, oder? Aber wir haben ja hier oben noch das Dingens. Dann geht das schon wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier drinnen lassen soll. Ich das jetzt wegmache? Nö, obwohl so schlimm sieht das gar nicht aus. Hm. Gewollt, bin ich gewollt und nicht gekonnt. Also naiv ist schon, was ich meine. Hilfe! Ja, wir machen ganz kurz ein bisschen Licht, sonst wird es ein bisschen dunkel. Partyballons gibt es auch gleich noch. Ich gucke nur, ob die auch Partylicht haben. Och Mann, ups, wir haben ein Problem. Wir haben irgendwie das dritte Event in einer Folge, oder? In einem Zimmer ist ein Wasserrohr gebrochen. Mach dich lieber auf dem Weg. Ja, ich am Arsch. Ich bin nicht. Geschenke, Champagner. Wow, guckt euch das mal an hier. Crazy Basie. That's the way. Aha, aha, I like it. Ach, huch. Denk mir gerade, hä? Irgendwo muss das doch sein. Hilfe. Na, okay, okay. Dann gibt es das noch mit einem Bogen. Wow, das ist ja Biggie. Okay. Mhm. Ja, sowas finde ich eher hübscher, ne? Sowas auf der Art. Aber das wollten wir jetzt gar nicht, wir wollten nicht haben. Licht. Es wäre Licht. Ich glaube, da passt auch tatsächlich hier mal so eine Lampe hier rein.
Das geht eigentlich. So, jetzt ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen heller. Man könnte das hier vielleicht noch ein bisschen anpassen, dass wir das hier mittiger hängen. So. Aber mich stören halt wirklich diese Spinnenweben da noch. Und hier bin ich mir auch gerade nicht sicher. Auf das mal hin nochmal, ja. Ich glaube, that's alright. That is better. So. Dann brauche ich nochmal Vorhänge. Oh, ein dahin, ein dahin. Ist das der gleiche? Ich glaube schon. So. Alles schön vollgehangen. Okidoki, denn sollen wir machen für Mini-Kühlschrank, ein Mini-Kühlschrank? Neon-Dekoration und den Raum buchen. Da steht ja nicht irgendwie, dass wir da Stühle oder Tische oder sowas reinstellen wollen. Die wollen halt wirklich nur noch Partyballons haben. Ja, okay, wir machen mal schnell das Event. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir es nicht machen. Rohrbruch in Zimmer 103. Mhm. Na super. Ja, wir müssen erst das Wasser abdrehen gehen. Schließe das Ventil. Oh, hallo, Lotta. Ich muss runter. Ich sehe gleich wieder weg. Brauch gar nicht mit der reden. Geht immer durch den Fahrstuhl oder so. Finde ich gut. Irgendwie. So, wir gehen mal wieder runter hier zu unserem Vampir. Aber der ist, glaube ich, gerade nicht da. Und dann drehen wir abermals das Ding zu. Ich finde witzig auch, dass wir das nicht mehr öffnen müssen, ne? Oh, aber die Lobby gefällt mir schon echt gut. Schon wieder eine andere. Alter. Ein. Wie erwartete einer Minus. Warum? Muss mal die Hütte da wieder putzen gehen. Da baut doch schon wieder einer. Dann müssen wir eigentlich das Zimmer hier die ganze Zeit reparieren und heile machen, dass kein Schwein bucht. Der Handwerker sitzt auch wieder hier unterm Zimmer. Gute Arbeit, jetzt funktioniert alles wieder. Ja, und jetzt stört mich doch nicht immer. Keine Unterbrechung, Sandra. Wir haben noch keine Zeit. Party ist, kommt noch bald. Ich glaube, wir machen jetzt mal das Experiment, dass sie das Zimmer nutzen, egal ob das schon fertig ist oder nicht. Wir haben ja kein Klo drin, nichts, gar nichts, ne? Den Spaß machen wir uns jetzt mal hier. Also, aber es kann sein, dass der danach dann sagt, mach noch das und das. Schauen wir mal. Tun wir erstmal die Partyballons.
Also ich hätte gerne hier so einmal Partyballons. Kann man da auch die Farbe? Kann man nicht die Farbe wählen, leider. Okay, machen wir hier einmal. Ich sehe nicht. Zählt das jetzt nicht? Warum zählt denn das nicht? Wenn die mich jetzt verarschen. Die müssen auch Partyballons heißen. Ich verstehe. Sie ja trotzdem nicht. Heißen ja Partyballons. Ja, hier kann man auch sowas reinstellen. Sieht man das von draußen sogar. Das sind Liebesballons. Ui, genau. Das wollte ich endlich haben. Ob die richtig das Google macht? Was meinten die? Wir können die ja hier an der Ecke hängen. Na, nicht wirklich. Okay, ich verkaufe sie wieder. Ja, die Herzlampe, Kuchen, Käfig, Geschenk. Das sind die Riesenparty-Ballon-Dinger hier, ne? Und das sind auch alles Partyballons. Zählt aber nicht. Ich weiß warum. Ich muss doch alles renovieren. Ich glaube, ich muss... Nee, wartet mal. Zimmer 108, Verkleidungsarbeiten. Ich immer noch... Leute... Sachen, keiner was. Das darf ich jetzt keinem Schwein mehr erzählen. Wirklich nicht. Ihr habt das nicht mitbekommen, ne? Ich müsste jetzt eigentlich die ganzen Folgen löschen. Oh mein Gott. It's not my day. It's not my day. It is not my day. Und wahrscheinlich sitzt ihr schon seit 2 Folgen vor euren Monitoren und denkt euch, Chanella, du bist immer noch nicht in Zimmer 107, deswegen funktioniert das nicht. Upsi. Ja. Aber ich finde, das ist schon mal ganz cool so, oder? Das Dumme ist nur, dass ich jetzt das Partyzimmer hier habe. Muss ich mir für da drüben was anderes einfallen lassen. Okay. Das, aber der hat das... Ich glaube, die haben die Zimmernummer vertauscht. Das war vorher 107, oder? Das geht doch hier alles nicht mit rechten Dingen zu. Hier stimmt was nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, was soll ich euch sagen? Ich denke mal, ich werde das Zimmer wieder alleine entkehren, weil das ein bisschen langweilig ist. Immer ist eigentlich hier nur die ganze Zeit draufhauen. Und dann machen wir doch mal the real 107 zum Party Room. Ehe ich fertig bin, ne, das Zimmer herzustellen, hat die sich wahrscheinlich schon wieder scheiden lassen. Mann, 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 Mann. Ohne Worte. That's me. So bin ich. Jetzt mal Real Talk. Wem ist es aufgefallen, dass ich die ganze Zeit schon im falschen Zimmer hänge? Wer hat wirklich mitgeguckt? Seid ehrlich. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wer hat sich gedacht, oh mein Gott, ist die Alte blöd? Dann muss ich euch recht geben. Aber irgendwann schnalle ich es dann doch immer noch, ne? Dauert eine Weile, aber... Was passiert denn schon noch? Na gut. Kann man jetzt nicht ändern. Das heißt, ich muss das jetzt ja auch noch machen. Ich weiß nur immer nicht, wie viel Einfluss das da drauf hat, auf die Questen, die danach kommen, ne? Das wird dann, glaube ich, ein bisschen schwierig. Schauen wir mal. Lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn alles entkernt ist und wir dann The Real 107 machen. Ich glaube... Wartet mal, ich gehe noch mal davor.
Das ist Zimmer 107. Wieso bin ich denn hier reingegangen? Hä? Ich verstehe das nicht. Und warum zeigt er mir an, dass ich den Flur auch schon sauber machen kann? Ja, FI einsammeln. Das machen wir noch. Blub, blub. Nochmal 5000 Tacken. Die brauchen wir auch. Die wir hier so viel Geld ausgeben. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Tschüssi, bye bye.